Weiter geht's mit dem Qualifikationsring zu Christmas von China. So. Oh, das ist ein bisschen leicht regnet. Würde ich fast rausfahren direkt. Vielleicht auch noch Glück mit den trockenen Reifen, nochmal eine vernünftige Runde zu fahren und die Überraschung hier zu schaffen. Kann auch so aus, als würde es nicht wirklich rutschig sein. Naja. Leclerc ist hinter uns. Fahr mir bitte jetzt nicht in die Karre. Ich hab Bock auf wieder 5 Plätze. Das kann nämlich sehr böse enden. Weil der jetzt wahrscheinlich irgendwas vorbeigehen wird. Ah, der fährt jedenfalls mit trockenen Reifen. Auf geht's in die entscheidende schnelle Runde. Ah, ein bisschen zu weit zu verbremst. Da versuche ich mir jetzt die Zeit, aber wo soll ich auf die Bremse gehen, wenn es nicht unbedingt muss? Der wird jetzt versuchen, nochmal anzusetzen. Ja, jetzt habe ich was klar. Und in dem Moment muss der Dreher kommen. So, keine Rückkehr nochmal ansetzen, das ist mir jetzt egal. Diese Runde zumindest mit nach Hause nehmen.
Ja. Wichtig ist, dass ich... Ja, gut, okay. Weil die jetzt alle die schnellen Runden. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es vielleicht klappt. So, gut, erstmal beim Teamkollegen. Das ist erstmal das Wichtigste. So. It looks like we'll be running on a dry track soon. Back to dry shortly. Dann auf Pit 10. Meine Top 10 werden wir nicht fahren. Momentan haben wir noch 10 und 11 und es ist Vorsprung 200. So, ich komme sofort wieder. So far our fastest lap is a 1:44.3. We're 13th in the speed trap, 330.8 kilometers per hour. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button.
There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. So, wir fahren mal raus. Everyone ready? Okay, let's go. Dann Platz 19. Naja, da würde ich schon ein bisschen Tick besser fahren gerne. Frage, wie steht sogar auch das schon vom Teamkollegen? Dann gehe ich immer natürlich aus dem Schlag des 20er Williams. Und so was. Fast 20 sogar ist es. 200 der Forsche holen, dann sind wir 16 sogar. Ein Tick weiter vorne. Aber gucken wir mal. Auf geht's, versuchen wir nochmal eine halbwegs akzeptable Runde zu finden. Jetzt 44,1 heißt Platz 16,15, wenn alles gut läuft. So, auf jetzt. We have two laps of fuel remaining. Das war die Bestzeit momentan auf. Aber wie gesagt, ich denke, dass der Rest noch kommen wird. Wir haben noch 5 Minütchen. Ich würde mich schwer wundern, wenn es an einem Ende die Pole sein dürfte würde. Aber schauen wir mal. Klar, Sektor 2 auf Violett. Ist jetzt sogar P1 mit 35,0, aber die Frage ist, was macht der Rest? Wenn der Rest drin bleibt, haben wir sogar. Ich versuche meine Zeit nachzulegen. Nochmal Violett, erster Sektor. Und da ist die Bestzeit Magnussen. 34,7. Das hätte mich auch schwer gewundert. Aber vielleicht kriegen wir die Zeit mitgenommen und dann können wir ihn sogar schlagen. Nochmal Violett.
da ist die Bestzeit. Fantastic. That was the fastest lap. So. Aber das wird nicht passieren. Statt sollte ich jetzt alles ziehen. 2,5 Minuten. Ach, der Teamkollege ist auch draußen. Aber das wäre es. In unserem ersten Grand Prix. Wie soll ich sagen, vierten eigentlich? Die Pole zu holen, aber das wird nicht passieren. Schauen wir mal, was am Ende wird. So, 1:40 noch. Wir können nichts mehr tun. Außer warten und beten. Und da haben wir tatsächlich die eine Erinnerung. Und zwar ist der Mercedes jetzt tatsächlich, ich habe die schwarze Lackierung bekommen. Der war ja vorher silber, jetzt ist er nämlich schwarz. So. Jetzt müssen wir halt die Platz machen. Weil links der Mercedes noch fährt und in der Mitte kommen noch die schnelleren Autos vorbei. Sekunden. Aber die Pole wird es nicht werden. Das würde mich schwer wundern. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Vettel und Max Verstappen. 20 Sekunden noch, doch noch. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Oh, ich hatte erwartet, dass ein bisschen was abstürzt, aber dann haben wir so stark. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut. Da müssen wir versuchen, von Platz 20 irgendwas zu reißen. Na gut. Ich hatte erwartet, das ist eigentlich auch das ganze Wochenende stärker als der Teamkollege, aber diesmal hat es dann am Ende nicht geklappt. So, mal gucken, was im Rennen dran ist. Na gut, wir sehen uns morgen wieder zum Rennen.